Mit Wasserwerfern ging die Polizei am Morgen gegen Sitzblockaden in Hannover vor. Die Demonstranten protestieren gegen den Bundesparteitag der AfD in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Bereits am Freitagabend hatte es dort Kundgebungen gegen die AfD gegeben. Ein massives Polizeiaufgebot sichert die 600 Delegierten des Parteitags, die sich bis Sonntag vor allem mit der Machtverteilung innerhalb der Partei und ihrer künftigen Ausrichtung beschäftigen. Die Wiederwahl von AfD-Chef Meuthen, der seit dem Austritt seiner einstigen Co-Vorsitzenden Frauke Petri als alleiniger Bundesvorsitzender amtiert, gilt als gesichert. Offen ist, wer nun die zweite Person der Doppelspitze wird. Ich halte das definitiv nicht für einen Richtungsstreit, sondern es ist die Frage, wer sind die geeigneten Personen, das abzubilden. Sie werden exemplarisch, ich greife einen heraus von Herrn Gauland, auch Positionen hören, die man durchaus als liberal bezeichnen könnte. Sie werden von Herrn Pazderski auch erzkonservative Positionen vernehmen. Der 66-jährige Berliner Landeschef Pazderski will für den Co-Vorsitz kandidieren. Ich denke, es wird keinen Rechtsruck in der Partei geben. Wir haben eine Partei, die sehr breit aufgestellt ist. Wir haben einen national-patriotischen Flügel, wir haben einen konservativ-liberalen Flügel. Und das muss auch eine konservative Partei tatsächlich abdecken, dieses Spektrum. Auch Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland hält sich eine Kandidatur für den Vorstand offen. Bis Sonntagabend wird entschieden sein, ob die AfD weiter nach rechts rückt oder sich der gemäßigte Teil in der Führung verankern kann.